Das war knapp. Ja, das war sogar sehr knapp. Jetzt waren wir mitten auf dem Todes. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Schmidt folgen dem nächsten Notsignal. Mitten auf dem Sternzerstörer hinten. Nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Nein. Ganz schön wagemutig, die Frau. Festhalten. Kontakt. Ich sehe sie. Hey, was waren die denn, Junge? Ich häng fest. Ich komm hier nicht raus. Kannst du mich mal heilen? Schon besser. Gut, die haben auch nichts anderes zu tun, während der Schlacht auf dem Todesstern rumzuhängen. Sternzerstörer, what the fuck? Go. Hier über die Trümmer da, die Dinger schießen. Deaktivieren bitte. Go! Kickt aber hier, ruhig jetzt. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Okay, also den Vater doch retten. Sonderwerk gefunden, grüne Fortschritt, Karriere und Meilenstein. Sehr gut. Beschäftigt. Er ist noch da. Oh, Daddy. Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen, Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Oh, meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe.
Oh, der Daddy. Ich habe nur so viel Gutes getan. Der wunderbare Schmerz. Dale, unser Retter in Not. Da wie er grinst. Ja, süß, ich hole dich. Es ist so still. Aiden, es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Oh mein Gott. Hey, hey, aufhören! Aufhören! Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Treibt einem die Tränen ins Gesicht. Das Imperium endgültig zerstört. So, ich muss sagen, Jahrzehnte später, das war schon mal eine sehr gute Story bis jetzt. Das war doch hier das mit den Käfern, da waren wir doch mit Luke. Kylo Ren, seine Stimme ist einfach episch unter der Maske. Und zieht er die Maske ab? Oh nein, das ist nicht Dell, oder? Ist das Dell? Ist das Dell? Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann.
Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Wie geil sieht das denn aus? Ich werde gar nichts sagen. Du wirst reden. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Richtig krass ist das gemacht hier mit dem Kylo Ren. Nun, wir werden es abwarten müssen. Ein Hoch auf Admiral Perseus. Unmöglich. Howard spielt. Aiden Perseus. Mutig genug für euch beide. Das stimmt allerdings. Komm zuerst, gehe zuletzt. Sie hat dich ruiniert. Du bist ein geborener Feigling. Sag doch nicht so, Kai. Anpassend oder sterben. Aiden Versio hat dich zum Verräter gemacht. Denkt, sie hätte dich verändert, dass eure Tochter dich verändert hätte. Oh, die haben eine Tochter, okay. Ist das die Tochter nicht Rey dann? Das wäre ziemlich krass. Stimmt, das war ja diese Kammer vom Imperator. Ich verstehe. Da hat der Luke ja den Kompass mitgenommen. Vados. Wo deine Familie unterging. Wo du untergehen wirst. Du irrst dich.
standhalten! Die Karte. Wo ist? Sag es nicht, nicht. Das sieht einfach so geil aus. Müssen wir die jetzt hier alle besiegen oder was müssen wir machen? Ich schlacht doch gerade meine eigenen Männer ab. Nicht weiter. Da können wir auch nicht weiter. Hallo, weise uns den Weg. Wir müssen doch alle besiegen. In deinem Kopf bin ich. Wo hat Lord Senteca die Karte hingebracht? Bajora! Er brachte sie nach Bajora. Was mit Aiden? Ist Aiden jetzt tot? Ich hab, was ich wollte. Er gehört Ihnen. Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Erspar mir die Floskeln, Hask. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Hask Lebeona. Du bist kein Soldat. Ich dachte, wir haben ihn abgeschossen. Wahnsinn! Der lebt immer noch! Sieh dich an, Feigling! Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht! Du! Wir haben uns verändert, oder? Hä? Sieh dich an. Du warst doch immer tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Wie es aussieht. Ask. Gideon! Bitte. Lass sie einfach in Ruhe.
Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Im Gegenteil, Glamour. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinata Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Pelio-Operation und verdoppeln. Wir machen unsere Arbeit auf Atula. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Cox. Du weißt, das wird dich erlocken. Davon gehe ich aus. Oh mein Gott. Du weißt, es wird sie herlocken. Kampagne abgeschlossen. Belohnung freigeschaltet. Okay, damit war's das. Also, hauen Sie rein, Leute.